Auch wenn ich mich gerade frage, wie porten wir uns, also wenn die Stadt angegriffen wird, können wir uns denn dann sofort dort ins Lager porten, wenn wahrscheinlich Angriffe außer, na gut, wir denken nicht drüber nach. Wir machen es einfach. So, Nummer 1. Fällt uns innerhalb der Stadt was auf? Man kann hier quatschen. Nö, die Stadt sieht noch friedlich aus. Aber das meine ich eben vor uns, dieses Biest, was bei Enelmen ist, das sah schon anders aus als bisher die wir hatten als Gegner. Dennoch ist es schon irgendwie so was Besonderes, wenn wir denen mal begegnen. Ich bin mal gespannt. Wird bestimmt ein Feind werden. Ein Wächter vom Baum. So, na gut, da reden wir erstmal mit Telemi. Was denn hier so abgeht. Diese Thronsäle sind echt der Hohn. Sir de Sade, seeing you is a genuine relief. Your emissary informed us that you were in need of our help. Indeed. She must have told you that we were being attacked. We are sustaining the relentless assaults of furious animals, which some people believe to be sent by the demons of the island. Some people? So you're not certain that's the case? We were mistaken when we thought them responsible for the Malachor. I became more cautious. But no matter where these attacks come from, our men are becoming exhausted. One of our outposts to the east has sent us a distress message. They won't hold much longer. I beg you, you must go to their aid. Maybe they can help you find out where these beasts come from. I will go there and meet them. I hope to make it in time. I am infinitely grateful, Your Excellency. You have proved your efficiency many times already. I am certain you will put an end to this. I must leave you. Naturally, Your Excellency. Tja, wir waren halt schon oft sehr gut gewesen. Das ist wirklich dieses Ostlager. Meistens sind die Angriffe auf der gleichen Karte. Ist da so viel Platz auf der gleichen Karte? Ja, alte Holzfällerei ist da noch. Es könnte etwa hier oder hier oben sein. Ich stelle mal wieder ein paar Granaten her, falls ich mal wieder irgendwas die Luft jagen muss. Irgendwelche, sag schon, Nester. Ich würde mal hinlaufen, um mal zu sehen, wie es dort läuft. Gibt es hier Monster jetzt in der Umgebung? Da sind Diebe. Aber nee. Ah, da sind welche, okay. Let's get rid of these money bags. Keine Zeit. Mach so einen Scheiß alleine. Warum? Okay, also Thronzimmer und hier draußen ist irgendwie viel zu viel zu laden. Und du hast irgendwie gefühlt die falsche Uniform an. Egal. So, Außenposten. Wir reden mal. You shouldn't stay here. We're sustaining terrible attacks.
The animals appear to be crazy. They already killed several of my soldiers. We're actually here to help you. Are you the backup? We were starting to lose hope. I must admit that I was praying for more soldiers, but any help is welcome. We're under attack every night, and we've already lost a lot of men. At this rate, we won't survive another night. Don't worry. We will do everything in our power to make sure that you do. You still have some time to prepare before these beasts attack again. Some preparation is necessary, but understood. Vorbereitung. Also Nummer 1, ich habe keine Ahnung, von wo die angreifen. Aber ich kann doch mal eine Falle hinlegen. Ansonsten Vorbereitung relativ schwierig. Ach, guckt mal an, ja, die sind alle irgendwie mit so einer... komisches schwarzes Zeug, was die drauf haben. Also wird alles darauf hinauslaufen, dass wir hier mehrere Fallen positionieren und irgendwann die Viecher kommen. Ich kann die alle dann noch wieder einsammeln. Das tut mir ja nie weh. Cool, dass wir irgendwie Fernkampfanlagen oder irgendwas hier hinlegen könnte. So, kommt, das reicht. Ich weiß ja eh nicht, von wo der Angriff kommt. Wir schauen mal. You still up? All right, let's wait. Ready weapons? The... Der Angriff erfolgt nur von vorne. Geil. Aber hat wenig gebracht, oder? Hat überhaupt was Schaden angerichtet bei dir? Au. Okay, langsam wird's eklig. Stärker kann das sein. Okay, komm noch ein paar. Okay, fuck. Okay, brauchen wir mal wieder Belegungspulver. Mist. Sag mir mal bitte, wie wird das verteidigen sollen gegen alle? Mist. Wiederholungspulver.
Alter Schwede. Das ist nicht dein Ernst. Alter, das ist wirklich ein bisschen heftig. Sorry. Weil es sind ja echt nochmal. Oh Gott. Weg, 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 weg. Gift. Lebenspulver. Oh. Succeeded. Bravo, soldiers. We have resisted. Thank you, Excellency. I do not know what would have happened had you not helped us. My troops and I owe you a hearty drink. Einen? Boah, also. Ich will nicht sagen, aber das war schon heftig. Ich glaube, nur die Fallen haben nicht so viel gebracht, weil gerade als die kamen, die Fallen ausgelöst wurden. Und ich habe irgendwie nicht das Gefühl gehabt, es hätten die schon Schaden gehabt. Ich glaube, die sind dort abgesetzt worden mit Unverwundbarkeit. Sind vormarschiert. In dem Moment, wo sie ankamen, sind die ausgelöst worden. Was schon ganz schön scheiße ist, weil. Das heißt, man sollte die Fallen deutlich weiter reinsetzen, weil da nicht die Spawnpunkte sind. Gut zu wissen. Also, das war. Ich bin froh, dass ich die Heilfähigkeiten habe und diese Schildfähigkeit. Thanks for your help. Am ersten Versuch. The outposts would have undoubtedly fallen tonight. If these attacks are always this violent, even with our support, it won't hold much longer. We must uncover the origin of these attacks. I've thought about it, and I sent a few men 2 days ago in the hope that they would find out where the attacks came from, and first and foremost, why they are attacking. But I haven't heard from them since. I'm afraid I might have sent them to their death. Could you at least tell me which way they went? I might be able to track them. They followed a trail going north of a place the natives call the Woods of Lightning. Thank you, officer. I will do everything in my power to find them. Until then, try to hold on. You be careful. Goodbye. Also, das ist ja. Bei aller Liebe, das ist. Das waren zu viele. Okay, können wir ein bisschen was herstellen? Ach, ich habe eine Kugel im Besitz. Das ist ja wunderschön. Ich brauche einen Händler. So, weil die Quest nicht ausgewählt ist, weiß ich nicht, wohin das geht. Hallo? Gut.
schnell ein bisschen Zunderzeug holen und Munition holen, damit wir beides herstellen können. Okay, 18. Aber wir können auch Zunderzeug holen. Zunder, Zunder, Zunder. Ja. Mit Zunderschwamm stellen wir schnell ein paar Kugeln her. Also damit habe ich habe gerechnet, dass da ein paar kommen, aber nicht mit so viel. 50 Kugeln, ist okay. Ich nehme an, dass das gleiche ist noch auf Figment. So, wo ist das Ganze jetzt? Ach, dort oben. Da kam ich ja bisher auch nicht hin. Aber merkt ihr schon, wie in den Städten die Leute dankbar sind? Also man hat da schon echt einen guten Stand gekriegt. Bei denen. Wir gehen über diesen kleinen Minifahrt. Ich weiß nicht mehr, ob da irgendwas Dickes war, aber... Ein Hirsch. Viele Bären. Ja. The soldiers' tracks lead to the northeast. We should follow if we want to find them. Okay, hier sind wieder unsere Fledermäusis. Und da geht ein Weg hoch. Gehen wir den Weg hoch. Hier. Hab ich's gerade gesehen? Oder bin ich gerade doof? Bin ich gerade irgendwie. Was ist das? Jetzt gehen wir da gerade irgendwie Gas oder so. Na gut. Wie viel sind davon noch? Ich sehe dort 2, 3. Es ist 3 in der Luft. Was ist das? Oh, scheiße, die Viecher. Und mal wieder Tendons, yay! Was ist denn das Kupfer? Ah ne, Joklans sogar. Oh ne. Hä? Aber ist nicht Joklans mit Geweih? Definitiv voll.
Alter, ich meine, wie oft soll ich denn euch schon noch heilen? Okay, wieder Problem. Gleich. 3, 2, 1. Oh, dann muss ich es mal wieder herstellen. Also wenn ich das dann nochmal machen muss mit... Hikmet genauso. Alter Schwede. Ah, da wollte ich es nochmal wissen. Die Viecher in schwer und in ganz viele. Also, was im Wiederbelebungspulver brauche ich? Und... auf jeden Fall wieder Munition. Genau, deswegen gucken wir erstmal die Truhe an. Der Speer. Die Spuren der Bestien führten uns in die Gegend um Wedloik. Die Ketzer, die dort leben, müssen sie geschickt haben, uns anzugreifen. Unsere Vermutung war falsch. Die Tiere kamen nicht aus diesem Dorf. Wir fanden weitere Spuren, die ins Herz der Insel führen. Pferde führt weiter nach Osten, wo es mehr Kreaturen gibt und wir laute Schreie hören können. Muss die Quelle ihrer Angriffe sein. Wir haben eine ganze Kreatur gesehen. Sie ruft die anderen Bestien und schickt sie zu uns. Sie ist für wahr ein Dämon. Wir werden versuchen, sie zu beseitigen. Oh. Ups. Hab ich gespeichert? Sorry, wir laden da nochmal. Das. Wir wollen doch versuchen, diesen guten Typen zu heilen. What happened? You saved me. Na klar. Thank you. I'd be dead if it weren't for you. Selbst wenn du überhaupt liegen bliebst, wären die ganzen Viecher ringsum. You were looking for the origin of these attacks. And we found it. We followed the beast's trail and it led us to a large glade east of here. You'll find raised stones there, the ones which are worshipped by the islanders. There was a creature there. A beast so large and so ferocious. I've never seen anything like it. That's what must have been attracting the animals. We wanted to kill it, but it prevailed. All my comrades fell in battle against it. I fled. I had to inform the lieutenant. And you were right. Don't worry, we'll take care of it now. We took some notes and we drew a map as we progressed. It may be of use to you. Everything is in that chest. Ja, und du sollst hingehen, würde ich sagen. Okay, und jetzt wieder. In die Richtung. Ist das eine neue Karte oder ist das einfach eine normale Kartenübergang? Wird uns Hikmet auch dorthin führen? Aber wir verfolgen jetzt komplett die eine Spur und jetzt den zweiten Lager komplett zu verteidigen. Ach, und damit sind wir von oben. Ah, das wird das letzte Lager sein. Oh. Oh. Oh Gott, oh Gott. Yeah.
ist schon einfach, weil ich mehr Zeug einsetze. Ich spare nicht mal Munition. Das war das Ding. Auch Stufe 38, sehr gut. So, dann müssten wir vorne gleich das Lager erreichen. Hier ist eine Truhe. Komm hier hoch. Okay. Eine große Kreatur. Also entweder das ist das fette Vieh, was wir bei Freak the Man gesehen haben, oder es ist halt Nadaik. Na gut, immerhin ist ein Rüstungsgegenstand drin gewesen. Zwar kein guter, aber immerhin ein Rüstungsgegenstand. So, können wir aus der Entfernung sehen, was das ist? Ne, erstmal ein Lager. Ich meine, beim Lager werden doch keine Viecher sein. Ja, in der Region aufgestellt. Jetzt müssten wir eigentlich. Ja, wir haben alle Lager gefunden. Sehr gut. Warte mal ganz kurz. Welcher ist das jetzt? Ein Fernkämpfer. Achso, wieder Belebungszeug. Fast wieder reingetappt. So, können wir schon die Stufe aufsteigen. Nicht vergessen. Dass Rüstung jetzt auch was für meine Begleiter bringt. So, und damit wieder so ein großer Geflügelter. Tja, dann los. Da der verdorben ist, das noch ein bisschen stärker ist das. Okay, ne, Falle. Nee, das ist die scheiß Teile. Wow, was war das? Nein. Au.
Lebenspulver. Das ist ein Nachschlag. Nee. This creature who was leading the animals. It looks like a guardian, but its skin is strange, covered with ulcers, as if it were sick. That could explain its change in behavior, but not the intelligence with which these attacks were led. Innenkristall zurücksetzen, Obsidian und vergessen stattliches Alsatschwert. Moment, kannst kurz mal gucken, ist das noch stärker als. Ah, okay. Das ist sogar stärker. Uiuiui. Ja, also das Biest war. Vor allem nach den ganzen Kämpfen vorher. Das war eine stattliche Hausnummer. Weil ich muss jetzt nur Zen Matthäus kontaktieren. Das heißt also, die anderen haben noch ein. Vieh. Und ich könnte fast wetten, es ist, sag schon, wo gehe ich eigentlich den Weg lang? Ich hoffe, was zu finden. Nee, ist nichts. Ist bestimmt dieser mit dem Elchkopf. Elchgeweih. Ah, der mag ja. Oh, verdorben, das ist auch eklig. Weil der hat hier den Vorteil, dass die Verbündeten weniger oft angegriffen werden. Oh, sind das die letzte Festers? Kuschklemme am Lager. Ach, der Naturgeist, der macht ja AOE-Effekte, wo meine Leute schon reinlaufen, so dumm wie sie sind. Naja, nicht so toll. So, wir reisen nach Zen Matthäus. Achso, die Lager, genau. Ich muss gleich mal Munition kaufen, ich habe so viel eingesetzt. Also wirklich, also Fernkampfwaffen will ich in diesem Spiel nicht missen. Und auch diese Magie, die wir jetzt haben. Schnell mal Schild hochbringen, schnell mal ein bisschen heilen wenigstens. Und Wiederbelebungssachen gar nicht zu schweigen. Gar nicht zu reden. Es ist. Also es wird schon
Ja, zwischendurch hat der Schwierigkeitsgrad ein bisschen gehangen. Man kann zwar schnell sterben, aber es hat sich in Grenzen gehalten. Jetzt zieht es aber ordentlich an. Ich hoffe, ich nehme alles auf. Das wäre echt schade drum. I salute you. Certus Arde. What can I do for you? You are back. I hear there are no more attacks. Once again, your help was a blessing. Did our troops survive? There were some losses, but the outpost is still standing. And it's thanks to them that I was able to follow the creature's trail. The officer sent out a small party hoping that they would be able to solve the problem. Now that's a resourceful man. Did his initiative bear fruit? His men died, alas. But following their tracks led me to the creature who was leading the animals. It resembled a Nardaig Manaemon, a mountain guardian. But it seemed like it was sick. Its skin was covered in stains and ulcers. And its behavior was different from the other guardians I've met. Where could it have come from? And why did it send all these beasts after us? I don't know, but someone must be behind all this. These attacks are too coordinated and too complex to be the work of some creatures. You are a man of great ingenuity. I have no doubt that you will solve this mystery. At any rate, I am extremely grateful for the help you have given us. You're welcome. Anything else? Ruf plus 3, erzähle mir freundlich. I must leave you. Naturally. Ha! 150 Gold gekriegt. Es ist lächerlich. So. Meine kleine Hoffnung ist ja, dass Hikmet nicht so schlimm ist. Okay, ich melde mich mal, wenn ich tot bin. Bis gleich.